Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pläne und TV, Ihrem bayerischen Politmagazin, diesmal vom Balkon des Bayerischen Landtags. In dieser Ausgabe besprechen wir das Thema der Putenmast. Sie ist eine der wenigen Tiermasten, die nur wenige Regularien besitzt. Außerdem geht es um unsere bayerische Kultur, denn die Volksfeste sind durch neue EU-Vorschriften in Gefahr. Und in Plenum TV Kontrovers diskutieren wir die Asylpolitik in Bayern, Deutschland und Europa. Von Kannibalismus über Schnabelkürzungen und Einzwängen in zu engen Lebensräumen bis hin zum vermehrten Antibiotikaeinsatz. Das Thema Putenmast ist eines der traurigen Beispiele der grausamen Tiermast in Deutschland. Doch dies soll sich nun ändern, denn die bayerische Staatsregierung wurde aufgefordert, sich für die Belange des Tierschutzes und des Verbraucherschutzes in der Putenmast einzusetzen. Das muss vom Gesetzgeber aus passieren, weil es nicht sein kann, dass vordergründige wirtschaftliche Argumente mit mehr Masse zulasten des Tierschutzes, zulasten einer artgerechten Tierhaltung hier vonstatten gehen. Und deswegen muss da alles getan werden, um diese schlimmen Fehlentwicklungen zu verhindern. Ich muss sagen, die Tatsache, dass in Deutschland, ich glaube, 11 Millionen Puten gemästet werden und es bisher keine Vorschriften gab, anders als bei anderen landwirtschaftlich genutzten Tierhaltungen, wundert mich auch sehr. Es ist allerhöchste Zeit, dass dort gesetzliche Normen entwickelt und vorgeschrieben werden. Denn unter den jetzigen Zuständen, glaube ich, möchte auch keiner mehr die Putenbrust auf seinem Teller vorfinden. Wichtig ist aber, dass Tierschutz wissenschaftlich begründet und vor allem auch praxisgerecht ist. Und ideal wäre es natürlich, wenn diese Standards europaweit tragen könnten, denn ansonsten hat man natürlich nur eine Verlagerung dieses Problems. Wenn man sich das betrachtet, wenn man hört von Medizinern, also das gesündeste Fleisch ist Putenfleisch nicht mehr. Und dann ist es gleichzeitig die einzige Tierart im landwirtschaftlichen Bereich, die keinen Regelungen unterliegt. Und da muss man was machen. Wir können uns nicht über TTIP unterhalten. Die Amerikaner kommen mit dem Chlor hin und bei uns wird die Pute vollgepumpt mit Medikamenten und. Also da muss was passieren, das muss man regeln. Volksfeste und Jahrmärkte sind ein integraler Bestandteil der bayerischen Kultur und unseres Brauchtums. Gerade auch im ländlichen Raum sind sie maßgebliche Stütze des lokalen Freizeitangebots. Doch mit einer neuen EU-Norm könnten jetzt die Schaustellerbetriebe zum Schließen gezwungen werden. Der Grund? Alle Geschäfte müssen nach der neuen EU-Norm geprüft werden. Egal, ob sie nach deutschen Standards bereits geprüft wurden und für fahrtüchtig erklärt wurden oder nicht. Das kostet und benötigt auch viel Personal. Es muss auf Bundesebene eine Übergangsregelung geschaffen werden, dass man sagt, die von TÜV geprüften Geschäfte, die sind geprüft. Da muss man davon ausgehen, dass das jetzt für eine Übergangszeit gut sein muss, dass man das Kontrollwesen dann auf vernünftige Beine stellt. Und es ist natürlich richtig, wir müssen schon immer die Waagschale halten, Sicherheit, Bürokratieaufwand, es muss alles noch in einem vernünftigen Rahmen stehen. Die Schaustelle und die Geschäfte, die dort sind, die sind ja schon geprüft und die müssen dann sozusagen nochmal geprüft werden auf Kosten der Schausteller. Damit kommen die auch wieder sozusagen in eine gewisse Schuldenfalle hinein und damit würde man das Leben hier in Bayern immer mehr zum Absterben bringen und das wollen wir nicht. Und hier muss man sich einesteils auf Europaebene, aber auch Bundesebene dafür einsetzen, dass das nicht kommt, dass es geändert wird. Wir haben ja erst, glaube ich, es war vor 14 Tagen, ein klares Bekenntnis zu bayerischen Volksfesten gegeben, aber nicht nur zu Volksfesten, sondern auch zu Kirchweihen, zu traditionellen Veranstaltungen. Und da gehören Schausteller unbedingt mit dazu. Und wir müssen auf europäischer Ebene, aber auch hier im Land dann beim Vollzug ganz genau darauf aufpassen, dass wir diese bayerischen Volksfeste auch erhalten können. Plenum TV Kontrovers, diesmal das Thema Flüchtlingspolitik in Bayern, Deutschland und Europa. Zu diesem Thema begrüße ich Thomas Huber von der CSU. Schönen guten Tag. Guten Tag. Und Diana Stachowitz von der SPD. Guten Tag, Herr Rossek. Grüße, hallo. Die Zahl der Flüchtlinge, die ja nach Deutschland kommen, verdoppelt sich jährlich. Waren es 2014 noch rund 200.000, geht man in diesem Jahr schon von knapp 400.000
Personen aus. Da würde ja die neue Idee vom Herrn Kreuzer greifen, dass man bereits die Grenze etwas früher zieht, zum Beispiel in Nordafrika und dann nur die Berechtigten, denen eine Fahrkarte gibt. Jetzt mal so salopp gesagt. Also ich glaube, dass keiner von denen wirklich gerne flieht. Alle würden am liebsten in ihrem Land bleiben, aber dort droht der Tod. Deswegen gehen sie weg und leben in Syrien in Auffanglager zu unmenschlichen Bedingungen mit über 2 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen, an der libyschen Grenze. Der Herr Steinmeier hat das letztens erst in einem Gespräch, wo ich ihn getroffen habe, nochmal deutlich gemacht, weil er ja aus diesen Besuchen kam. Also von daher ist es doch nur verständlich, dass die Menschen hierher kommen. Und ich glaube, am sinnvollsten wäre es, dass wir die Menschen hier eine Perspektive geben, und zwar sofort. Die rechtsstaatlichen Mittel, die hier sind, die sind richtig und wichtig. Und die sollen auch ausgeschöpft werden. Das gehört zu einem vernünftigen Land mit einer Demokratie, dass wir rechtsstaatliche Verfahren haben, die richtig laufen. Und das nutzen die Menschen und das ist auch richtig so. Und wenn wir nämlich mit Integrationsmaßnahmen hier sofort reagieren würden, Sprachkurse zum Beispiel finanzieren würden, sofort in die Bildung investieren würden, sofort in die Ausbildung, die IHK, die Handwerkskammer, die wollen das alle. Die wollen die Menschen, die hier Ausbildung angefangen haben, die wollen sie behalten. Das sind hochmotivierte, junge Menschen, die uns einfach hier unterstützen können. Und von daher finde ich, ist alles auf einem guten Weg. Und ich glaube auch, dass wir hier, sage ich mal, noch mehr investieren müssen, gerade in Bayern. Und dann ist es die Frage legale Zuwanderung. Ja, die müssen wir machen. Und die Menschen aufnehmen, Herr Huber, die wir brauchen. Und das können wir in Afrika sehr wohl schon machen, aber auch in anderen Ländern. Warum machen wir da nicht wie eine Vertretung in Brüssel auf und sagen, die bayerische Vertretung in Afrika schaut, dass wir gemeinsam mit der Wirtschaft da Kurse schon anbieten, duale Ausbildung vielleicht schon mit Firmen gemeinsam anbieten, dass wenn die Menschen hierher kommen, auch wirklich, sage ich mal, eine Perspektive haben, eine Zukunft haben und die zurückgehen und Bildung hier erlebt haben und hier Kultur erlebt haben. Die gehen auch zurück und stiften dort wieder ein Leben mit Frieden und Wohlstand. Das ist eine der besten Entwicklungshilfen, die wir überhaupt leisten. Weil Sie gerade Europa angesprochen haben, die Verteilung ist ja eigentlich bei 28 Ländern nur auf dem Rücken von, sagen wir mal, 5 Ländern. Wie will man da jetzt eingreifen? Also die CSU-Fraktion hat ja im Februar einen Dringlichkeitsantrag in den Bayerischen Landtag eingebracht, mit dem Ziel, europaweit analog dem Königsteiner Schlüssel in Deutschland eine Quotierung einzuführen. Das heißt im Klartext, dass jedes Land in Europa, 28 Länder, dazu verpflichtet wird, auch im Rahmen seiner wirtschaftlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten und auch nach den Einwohnerwerten, das wären dann wieder die beiden Kriterien nach dem Königsteiner Schlüssel, Asylbewerber, Flüchtlinge aufzunehmen. Das wäre sozusagen auch der Ansatz, den wir fordern, mehr Solidarität bei den europäischen Ländern. Heute ist es de facto so, dass von den 28 Ländern 10 Länder keine Asylbewerber aufnehmen. Und wenn wir runterbrechen jetzt auf die Zahl, Deutschland und Schweden miteinander über 50% aufnehmen, Deutschland, Schweden, Italien und Frankreich 65%. Es sind 4 Länder, die 65% aufnehmen. Das heißt, auf die restlichen Länder verteilen sich die anderen 35%, während überhaupt 10 überhaupt nichts tun. Und das ist unsere Forderung, mehr Solidarität von Europa, unterstützt uns, entlastet uns. Wir werden die Probleme nicht in Bayern lösen. Wir werden sie auch nicht alleine in Deutschland lösen, weil Sie gerade gesagt haben, eine bayerische Vertretung in Afrika. Nein, wir wollen eine europäische Vertretung in Nordafrika und zwar ein sicheres, ich gehe hier mal ganz kurz dazwischen. Das ist ja eigentlich der gleiche Ansatz wie auch von Ihnen. Man möchte als ein gemeinsames Europa auftreten. Ja, natürlich, ein gemeinsames Europa sowieso. Ich bin die mit einem europäischen, also eine Europäerin und will natürlich als Mitglied im Europaausschuss auch nochmal sagen, ganz pro-europäisch. Und natürlich brauchen wir ein soziales Europa, das all diese Sachen auch mit löst. Da liegen wir weit weg von der CSU, die lieber doch noch die Währungs- und Wirtschaftsunion ausschließlich möchte, wollen wir Sozialdemokraten ein soziales Europa, das sich um diese Fragen genauso kümmert. Und ich glaube,
der Unterschied liegt da. Ich will, dass die Menschen dort eine Perspektive bekommen und nicht in eine Abschiebungshaft, sage ich mal, kommen, sondern dort wirklich etwas aufgebaut wird, gemeinsam mit den Menschen, dass sie eine Berufsperspektive, eine Lebensperspektive haben. Und wenn Menschen arbeiten können und wenn sie von ihrer Arbeit Geld leben können, dann werden sie auch wieder mehr sich um Frieden und um ihr Land kümmern können. Und das ist natürlich eins der großen Ziele, wenn wir über Entwicklungspolitik sprechen. Und das wäre ja eine europäische Entwicklungspolitik. Die braucht es, ganz klar. Aber das ist ganz anders als, ich mache schon die Grenze auf in Afrika. Weil ich will eine legale Einwanderung, wo man sagt, da sind Menschen, die haben Interesse, bei uns in Deutschland zu leben, und wir brauchen sie. Und das ist nochmal die Botschaft. Danke an alle, die dafür sorgen, dass wir Menschen zu uns bekommen oder bleiben können, hier eine Heimat finden, weil wir sie in Deutschland einfach brauchen. Ich bin für ein Einwanderungsland Deutschland. So, und das ist eben der Unterschied zur CSU. Wir wollen, dass sich der Bund und auch Europa angemessen beteiligt bei der Unterbringung der Flüchtlinge, die zu uns kommen, weil sie in Not sind. Und wir reden hier bei dem Vorschlag, den Sie vorher gerade angesprochen haben, von unserem Fraktionsvorsitzenden, von Asylzentren in Nordafrika, in einem sicheren Gebiet, wo die Menschen nicht mehr gezwungen werden, sich aufs Meer zu bewegen, sich in Lebensgefahr zu bewegen, sich in die Hand von kriminellen Schleuserbanden zu begeben, denen sie ihr ganzes Vermögen vorher geben, nur um in Europa ein besseres Leben zu haben. Es gibt auch in Afrika Regionen, die sicher sind, die nicht auf der Flucht sind vor Krieg und Vertreibung, sondern zu uns kommen wollen, weil es ihnen bei uns besser geht. Und diese Menschen wollen wir... Aber Sie wollen doch kein Einwanderungsland. Sie wehren sich doch von... Das ist doch die Konsequenz. Es hilft mir doch nichts, wenn ich da drüben europäisches Engagement mache und aber die Menschen trotzdem dann eben hier legal rüberkommen lasse. Das ist doch das Entscheidende. Wir wollen, dass es einen legalen Zugang gibt, nach Deutschland zu kommen. Und damit verhindern wir die Nepper, Schlepperbanden, die die Menschen zu unwürdigsten Bedingungen in den Tod führen über ein Meer. Und wenn wir das anbieten und den Leuten sagen, ihr habt hier eine Perspektive, wir wollen euch, wir brauchen euch, dann ist es doch richtig, dort eben auch ein Netz aufzubauen. Und da ist doch das bayerische Wirtschaftsinteresse, also ich sage das mal, das bayerische Landtagsabgeordnete. Wir haben in China eine Vertretung, wir haben in Brüssel eine Vertretung. Da will ich doch, dass wir eine Vertretung dort haben, um wirklich mit unserer Wirtschaft gemeinsam diesen Fachkräftemangel, der so vehement werden wird noch, dass wir den eben auch damit ein Baustein, immer alles nur ein Baustein, lösen können. Das ist doch wirtschaftsfreundlich und das ist auch noch eine soziale Perspektive. Besser geht's gar nicht, aber einfach die Menschen dort zu lassen und das als Ziel zu haben. Und das, wenn man die Süddeutsche liest, ist eindeutig die Aussage, die Menschen sollen erstmal da drüben bleiben. Frau Kollegin, mit solchen Forderungen werden Sie nur Anreize schaffen und damit die Schleuserbanden unterstützen, den wirklich armen Flüchtlingen... Den legalen Zugang, ist ohne Schleuser. Schauen Sie mal die letzten 25 Jahre an. Die letzten 25 Jahre, weil Sie vom Einwanderungsland reden. In den letzten 25 Jahren haben wir in Bayern einen Zuwachs von knapp 2 Millionen Menschen gehabt. Ja? Aus den deutschen Ländern, aus dem europäischen Ausland. Schauen Sie sich die Zahlen aus dem letzten Jahr an. Wir hatten letztes Jahr in Deutschland 1 Million Menschen, die nach Deutschland kamen. Davon waren 700.000 aus dem europäischen Ausland, 200.000 Flüchtlinge mit eingerechnet, 100.000 waren eben Green Card und Blue Card. Ausgewandert. Also wir kommen doch in dem Thema nicht weiter. Wie wollen wir die Zukunft bestreiten? Und die Zukunft sagt uns, dass wir demografisch unbedingt Menschen brauchen, um überhaupt noch diesen Arbeitsmarkt, sage ich mal, den wir hier haben und damit natürlich auch unseren Wohlstand überhaupt noch bestreiten zu können. Und deswegen ist es doch so wichtig, dafür zu sorgen, dass Menschen wissen, dass wir sie brauchen und dass sie hier herzlich willkommen sind mit ihren Kompetenzen. Und darum geht es mir. Und ich möchte, dass wir auch in Zukunft wirtschaftlich stark sind, dass wir hier eine Perspektive und Zukunft für unsere Jugend haben. Und wenn Sie die Zahlen für 2040 sehen, dann ist zukunftsgewandte Politik
ein Einwanderungsland zu werden. Und das können wir steuern und dafür setze ich mich ein. Was ich jetzt festgestellt habe, ist, Sie wollen quasi beide eigentlich dasselbe, sprich, dass Europa an sich fungieren muss, agieren muss. Allerdings sind es leichte unterschiedliche Ansätze. Ich danke Ihnen beiden dafür, Frau Stachowitz, Herr Huber, dass Sie heute hier mit mir diskutiert haben. Und das war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin für dieses Mal. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.